Willkommen zu einer neuen Folge Bloons City 6. Die ist nicht im Voraus aufgenommen. Die habe ich genau heute, wo sie rauskommt, aufgenommen. Aber ich habe noch keinen Plan, was ich mache. Ich glaube, ich mache mal eine etwas schwierigere Map auf leicht. Damit es nicht mehr so schwierig ist. Boost. Und die finde ich jetzt schwierig, weil... naja, da sind zwei Ein- und zwei Ausgänge. Und ich weiß nicht, wie man da anfängt. Hab so gar keinen Schimmer. Aber nennt jetzt immer was Gutes. Ja. Und Suchschuriken ist auch mal was Tolles. Dann kann man die hier auch noch für 350 jeweils entfernen. Kann man hier auch noch ein paar Türme hinsetzen. Aber erstmal setze ich hier voll und dann da und dann leicht irgendwann diese Hindernisse. Nicht ganz so toll. Und wenn ich jetzt Doppelschuss habe, ist das eher eigentlich ziemlich einfach. Dann auch, wenn man hier hinsetzt oder hier hinsetzt, dann können die zwar hier die Seite angreifen und hier die Seite, aber wenn da mal was zu Starkes durchkommt, ist er instant durch. Das möchte ich dann auch nicht. Dann setze ich sie lieber hier vorne hin. Ich kann ja später, wenn ich dann weit genug bin, noch so machen. Ich glaube, als nächstes nehme ich den. Mensch. Wo kommt man hier so langsam Geld? Ich will das immer noch nicht entfernen. Ich glaube, ich mache den da und unten. Also 302 oder 402. Mach ich mal auf stärkster, damit er auf die Leads geht. Und gleich nach der Folge mache ich dann noch die Tagesherausforderung, die dann auch gleich danach noch kommt. Wie viel Gold bringt das eigentlich? Ich glaube, Schuhe zur Gold bringt 50 Gold pro Bleiblohn, glaube ich. Keine Ahnung. Aber ist eigentlich, finde ich, auch gerade ziemlich irrelevant, weil ich es eh nicht machen werde. Das Problem ist, dann bräuchte ich hier zwei Spike Factories, eine für die Seite und eine für die Seite, wenn man welche benutzt. Ich frage mich gerade, ob die beiden hier ausreichen. Warte mal kurz auf die 2000 irgendwas und dann... Oder ich mache das jetzt direkt. Kann man da nichts hinsetzen? Nee, scheiße. Jetzt kann man es bestimmt upgraden. Auf 500.000 hat er gekostet. Stimmt, ich
sollte erstmal auf Angriff gehen. Und erstmal das Lunch zu basteln. Verkaufen, nicht basteln. Als nächstes nehme ich dann hier den Marktplatz. Ich habe keinen Bock, die ganze Zeit hier meine Maus zu halten. Da kostet der Marktplatz 2400. Müsste gleich Kraft sein. Schuss. Ach ne, natürlich auch noch Blungi zu. Seit wann kann der Leads kaputt machen? Okay. Aber der hat hundertprozentig gerade Leads kaputt gemacht. Der jetzt schon gebracht 2800. Oh. Das gut geht. Und tot. Oh, doch nicht, ja. Und schön. Wäre ja schon fast schief gelaufen. Ach so, ja. Was eine komische Bezeichnung. Zwischenstüfler. Mache ich das gleich nochmal hier vielleicht. Ich weiß noch, das war meine erste Tagesherausforderung, die ich so überhaupt nicht hinbekommen habe. Alle Affen. Das war das Blöde. Ich glaube, das war auf Mittel. Und meine U-Boote waren noch nicht so hoch. Genau das gleiche Problem hatte ich das bei der Tagesauto. Naja, auch. Machen wir auf Zwillingskanone. Weil ich mal die 380 hätte. Den hier möchte ich dann auf diesen Reaktor machen. Plutoniumreaktor. Kann er damit dann. Kann er nichts, aber jetzt kann. Weil. Heißspitzenpfeile. Ja, genau. Kann er dann Leads kaputt machen. Tarns kann der kaputt machen, also alles okay. Außerdem, sobald ich jetzt 3000 oder so hätte, was ich mir nicht anspare, könnte ich die dann noch auf Plutonium-Reaktor machen. Sonst wäre das auch ganz einfach.
Das kann ich die hier machen. Bananenplantagen, Mann, ey. Deutsch kann ich auch nicht mehr. Komm jetzt mal die 1060. Ist das so schwer? So, oh, das wird erstmal reichen zur Geldproduktion. Kann er noch hier Spitzschuhrücken machen, dann gleich noch Doppelschuss. So, jetzt kann ich auf die Dings sparen. Nicht abgetaucht. Wäre echt blöd. Bei 2500 ist das Upgrade, das habe ich auch gleich. Das ist schöner. So. Leider taucht er dann nicht selber wieder ab. Habe ich ja perfekt zu den Tarns gemacht. Ich spare auf die 3000 für panzerbrechende Pfeiler. Und ich hoffe, der Dings kommt hier lang. Der Moab. Kann nämlich der noch die ganze Zeit. Kann er nicht. Der hat. Das gar nicht. Das Upgrade. Ach, egal. Ich spare jetzt einfach hier auch noch ein Blonji zu. Weil das einzige Problem wird jetzt noch nach dem Moab sein, der gleich kommt. Easy geschafft. Ah, so. Zur Startseite. Dann war es das auch mal mit dieser Folge. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.